Am Donnerstagabend ist es auf der Wandsbeker Chaussee zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Streifenwagen der Bundespolizei gekommen. Nach Angaben der Polizei Hamburg war der Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt und mit Sonderrechten unterwegs. Bei der Kollision verletzten sich die Insassen des zivilen PKW und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Polizeibeamten im Streifenwagen blieben unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.